Die israelische Flagge in Würzburg wird wieder gehisst. Unbekannte hatten sie in der Nacht zum Donnerstag vom Mast gerissen. Gegen die blinde Wut der Proteste äußert sich heute Bundespräsident Steinmeier. Wer aber auf unseren Straßen Fahne mit dem Davidstern verbrennt und antisemitische Parolen brüllt, der missbraucht nicht nur die Demonstrationsfreiheit, sondern der begeht Straftaten, die verfolgt werden müssen. Es gebe einen Antisemitismus, häufig von Zuwanderern, um den man sich dringend kümmern müsse, sagt die CDU. Die Konflikte aus den Beziehungen, aus der Biografie von Zuwanderern werden Teil auch in unserer Gesellschaft. Und es gilt, diese Realität anzuerkennen und mit ihr umzugehen und für die Regeln einer Demokratie und Rechtsstaat konsequent einzutreten. Strafbare Handlungen, Antisemitismus wird nicht geduldet, von wem auch immer. Die jüngsten Überfälle auf Synagogen seien unentschuldbar. Beim Parteitag der FDP spricht der Vorsitzende des Zentralrats der Juden und wendet sich an alle Deutschen. Es reicht. Schauen Sie nicht weg. Entschuldigen Sie diesen Judenhass nicht, der sich gerade entlädt. Selbst wenn jemand die israelische Regierungspolitik kritisch sieht oder für gänzlich falsch hält, rechtfertigt das in keiner Weise einen Dauerraketenbeschuss auf die israelische Zivilbevölkerung. Und es rechtfertigt auch nicht den puren Antisemitismus auf deutschen Straßen. Die Bundesregierung verurteilt die antisemitische Gewalt. Man werde das Menschenmögliche tun, um die jüdischen Einrichtungen in Deutschland zu sichern.